Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um die 10 besten Oldtimer für die Einsteiger. Diese Klassiker sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern bieten auch großartigen Fahrspaß. Egal, ob du deinen ersten Oldtimer suchst oder einfach nur über diese legendären Fahrzeuge erfahren möchtest, bleib dran, dieses Video ist genau das Richtige für dich. Ich, als ein leidenschaftlicher Mercedes-Fan, werde mich trotzdem bemühen, dieses Video unparteiisch und sehr objektiv zu gestalten. Die Reihenfolge der Fahrzeuge, die du gleich sehen wirst, hat keine Wertung. Ich habe sie rein zufällig gewählt. Die Ausnahme ist die Nummer 10. Das ist mein persönlicher Favorit. Los geht's! Wir starten mit einem der bekanntesten Autos überhaupt, mit dem Golf 2. Er wurde von 1983 bis 1992 in Wolfsburg produziert. Der Wagen ist ein absoluter Klassiker und ein Paradebeispiel für deutsche Zuverlässigkeit und einfache Technik. Die Preise für brauchbare Fahrzeuge liegen noch im Bereich ab ca. 3000 Euro. Dazu gehört aber nicht der Golf GTI, der in einem ganz anderen Preisbereich liegt. Folgende Motorisierungen werden für dieses Auto empfohlen. 1,8 Liter Benziner mit 90 PS. Er bietet ausreichend Leistung und ist somit sehr gefragt. Als gute Alternative gilt der 1,6er Benziner. Dieser Motor ist weit verbreitet und bietet einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit. Mein persönlicher Favorit sind aber die Dieselmotoren. Der Golf 2 ist bekannt für seine Langlebigkeit und wird oft noch im Alltag genutzt. Er ist sehr weit verbreitet, deshalb sind die Ersatzteile leicht zu bekommen und relativ günstig. Dank der sehr einfachen Technik können an diesem Auto auch Anfänger die Wartungsarbeiten und Reparaturen selber durchführen. Leider hat der Golf 2 aber auch ein paar kleine Schwächen. Bei ungepflegten Fahrzeugen gehört der Rost dazu. Ein weiterer Punkt sind die Motoren. Viele Modelle bieten leider relativ geringe Motorleistung, was aber aus meiner Sicht bei dem Oldtimer nicht ganz so kritisch ist. Und darum soll man den Wagen kaufen. Der Golf 2 ist ein idealer Einstieg in die Oldtimer-Welt. Er ist zuverlässig, einfach zu warten und die Ersatzteilversorgung ist hervorragend. Zudem ist der Golf 2 ein Fahrzeug, das sich durch seinen Kultstatus als gute Wertanlage eignet. Alfa Romeo 164. Der Alfa Romeo 164, die elegante italienische Limousine, die von 1987 bis 1998 gebaut wurde, ist der Inbegriff italienischer Fahrkultur. Die Preise für geeignete Fahrzeuge beginnen ab ca. 4000 Euro. Die populärste Motorisierung ist der Benziner 3 Liter V6 mit 192 PS. Empfohlen wird aber auch der 2 Liter Twin Spark Benziner mit 148 PS. Ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch. Eine weitere Empfehlung ist der 2,5 Liter V6 mit 160 PS. Diese Version bietet einen typischen V6 Klang und ausreichend Leistung für den Alltag. Die Stärken von dem Alfa 164. Auf jeden Fall gehört dazu das emotionale Design. Der 164er sieht auch heute noch modern aus und bietet einen Hauch von italienischem Luxus. Der 3 Liter V6 Motor ist mit seinem Klang und seiner Langlebigkeit legendär. Dank der guten Fahrleistungen bietet der 164er trotz seines Alters ein dynamisches Fahrgefühl, das Freude macht. Jetzt die Schwächen. Typisch italienisch. Die Elektronik macht manchmal Zicken. Weiterer Punkt sind die teuren Ersatzteile, die teilweise sehr schwer zu finden sind. Beim Rost ist der Alfa 164 weniger anfällig als sein Vorgänger. Dennoch ist Vorsicht bei den Radläufen und am Unterboden geboten. Warum soll man ihn kaufen? Der Alfa Romeo 164 bietet eine einzigartige Kombination aus Stil, Klang und Fahrspaß. Wenn du einen Oldtimer suchst, der dich emotional anspricht und gleichzeitig Fahrfreunde bietet, ist der Alfa Romeo 164 genau richtig für dich. BMW E30. Der BMW 3er, der von 1982 bis 1994 produziert wurde, ist einer der kultigsten Klassiker und steht für den puren Fahrspaß. Besonders unter jüngeren Enthusiasten ist er extrem beliebt. Für gute Exemplare muss man mittlerweile mindestens 6000 Euro bezahlen. Die beliebteste Motorisierung ist der 2,5 Liter Reihensechszylinder mit 170 PS, der 325i. Nicht unbedingt weniger attraktiv ist der 320i mit seinem 2 Liter Sechszylinder, der 129 PS leistet. Und wer nicht unbedingt einen Sechszylinder unter der Motorhaube braucht, kann sich für den 318i oder den 316i entscheiden.
Und jetzt komme ich zu seinen Stärken. Der E30 ist für sein sportliches Handling bekannt, aber genauso für seine Agilität und das präzise Fahrverhalten, das damals die Maßstäbe gesetzt hat. Als ein Nachteil kann man aber den Rost nennen. Besonders anfällig sind die Radläufe, die Heckklappe und der Unterboden. Die sehr hohe Nachfrage kann auch als ein Nachteil betrachtet werden. Die Popularität des E30 hat die Preise stark ansteigen lassen, was es sehr schwer macht, ein gutes Exemplar zu einem vernünftigen Preis zu finden. Warum soll man ihn kaufen? Der BMW E30 ist eine perfekte Wahl für Einsteiger, die ein sportliches und gleichzeitig hochwertiges Fahrzeug suchen. Die Kombination aus Fahrspaß, solider Verarbeitung und wachsender Beliebtheit macht ihn zu einer hervorragenden Investition. Dieses coole Video habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Renault 25. Er wurde von 1983 bis 1992 gebaut und verkörpert französischen Luxus und Komfort. Diese Oberklasse-Limousine bietet ein luxuriöses Fahrerlebnis zu einem sehr günstigen Preis. Mit etwas Glück findet man schon für knapp über 2000 Euro akzeptable Fahrzeuge. Die größte Popularität genießt der 2,7 Liter V6 Benziner mit 144 PS, der aber selbstverständlich etwas teurer ist. Wer ein günstiges Fahrzeug sucht, soll sich für den 2 Liter 4-Zylinder Benziner mit 103 PS entscheiden. Das ist eine sparsame und zuverlässige Motorisierung für den Alltag. Für die Dieselfans und die Sparfüchse ist der sparsame 2,1 Liter 4-Zylinder mit 88 PS mit Sicherheit eine gute Wahl. Und jetzt zu seinen Stärken. Der Renault 25 bietet bequeme Sitze und eine weiche Federung, die lange Fahrten sehr angenehm machen. Elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung und eine Klimaanlage machen diesen Oldtimer zu einem luxuriösen Fahrzeug. Paar Schwächen hat aber auch, zum Beispiel die anfällige Elektronik. Die Elektronik des Renault 25 ist oft fehleranfällig, was zu Problemen führen kann. Der Rost ist vor allem an den Türen und den Radläufen ein Thema. Die Ersatzteilbeschaffung kann auch Probleme machen. Es ist immer schwieriger, Ersatzteile für den Renault 25 zu finden, besonders im guten Zustand. Und warum soll man ihn kaufen? Der Renault 25 ist eine großartige Wahl für Einsteiger, die einen komfortablen und zielvollen Oldtimer suchen. Sein luxuriöses Ambiente und der günstige Preis machen ihn zu einem attraktiven Klassiker, der noch relativ unbekannt ist. Mercedes W124, mein Lieblingsfahrzeug. Der W124 wurde von 1984 bis 1997 produziert. Er ist ein Synonym für deutsche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Beim Kauf muss man leider tief in die Tasche greifen. Unter 6000 Euro findet man selten gute Fahrzeuge. Wenn man einen kultivierten Benziner haben möchte, ist der 300e mit seinem 3 Liter 6-Zylinder eine sehr gute Wahl. Der kleinere 6-Zylinder, der in dem 260er verbaut wurde, passt auch hervorragend zu dem 124er, ist aber genauso wie sein großer Bruder für den Durst bekannt. Wenn man deshalb einen sparsameren Benziner fahren möchte, sollte man sich für den 230e mit seinem 4-Zylinder entscheiden, den man als eine perfekte Alternative betrachten kann. Für die Dieselfreunde, also auch für mich, bietet der 124er mehrere interessante und sehr robuste Aggregate, die für ihre Wirtschaftlichkeit bekannt sind. Der beliebteste unter denen ist der 250D, der mit seinem 5-Zylinder OM602 den Spagat zwischen Leistung und der Effizienz perfekt geschafft hat. Jetzt kommen wir zu den Stärken dieser Baureihe. Platz 1, die Langlebigkeit. Der W124 ist bekannt dafür, extrem hohe Kilometerlaufleistungen zu erreichen, nicht selten über 1 Million Kilometer. Dabei macht die Fahrwerksabstimmung und die Schalldämmung den W124 zu einem der komfortabelsten Fahrzeuge seiner Zeit. Die gute Ersatzteilversorgung gehört auch zu den Stärken. Mercedes bietet immer noch viele Ersatzteile zu vernünftigen Preisen an. Leider hat aber auch der W124 seine Schwächen. Trotz der guten Verarbeitungsqualität sind Rostprobleme, besonders an den Kotflügeln, den Wagenheberaufnahmen und am Unterboden, ein Thema. Ein weiteres Thema ist die hohe Nachfrage nach gut erhaltenen Modellen. Das hat die Preise in den letzten Jahren sehr stark ansteigen lassen. Und das sind die Gründe, warum man ihn trotzdem kaufen soll. Der Mercedes W124 ist eine perfekte Wahl für die Einsteiger, die ein zuverlässiges, komfortables und langlebiges Fahrzeug suchen. Er ist ein echter Klassiker, der sich nicht nur gut fährt, sondern auch als Wertanlage dient.
Wie ein perfekter 124er aussehen kann, erfährst du in diesem Video. Ich habe es dir in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du auch optimale Pflegemittel für dein Fahrzeug. Der Volvo 740, der schwedische Panzer, wurde von 1984 bis 1992 produziert. Er ist ein Symbol für die skandinavische Robustheit. Wenn man mindestens 3000 Euro im Portemonnaie hat, dann ist man dabei. Die populärste Motorisierung ist der 2,3 Liter Vierzylinder Benziner mit 112 PS. Wenn man etwas mehr Leistung braucht, stehen auch folgende Alternativen zur Verfügung. Der 2 Liter Benziner mit Turbo mit 155 PS. Dieser Motor verleiht dem Volvo 740 eine sportliche Note und sorgt für ordentlichen Vortrieb. Der 2,8 Liter V6 mit 147 PS, ein komfortabler und leistungsstarker Benziner, ideal für lange Reisen. Der Volvo 740 glänzt mit folgenden Stärken. Auf jeden Fall gehört dazu die hohe Zuverlässigkeit. Der Volvo 740 ist bekannt für seine Robustheit und kann problemlos hohe Kilometerlaufleistungen erreichen. Die robuste und unkomplizierte Technik macht die Wartung und Reparaturen relativ einfach. Und jetzt die dunklen Seiten, die gibt's auch. Trotz seiner Robustheit ist der 740er nicht ganz frei von Rostproblemen. Besonders an den Radläufen und Türen hat er damit zu kämpfen. Nächster Punkt ist der hohe Kraftstoffverbrauch. Die großen Motoren sind nicht gerade sparsam, was sich negativ auf die Unterhaltskosten auswirkt. Weiterer Minuspunkt wird für die spartanische Ausstattung vergeben. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten bietet der Volvo 740 eine sehr nüchterne Ausstattung. Warum soll man ihn kaufen? Der Volvo 740 ist ideal für Einsteiger, die ein langlebiges und zuverlässiges Fahrzeug suchen. Mit seinem großzügigen Platzangebot und der einfachen Technik ist er ein vielseitiger Klassiker, der noch viele Jahre Freude bereiten kann. Der BMW E34. Der 5er wurde von 1988 bis 1996 produziert. Er ist ein weiteres Beispiel für bayerische Ingenieurkunst. Diese Mittelklasse-Limousine steht für Eleganz und Fahrdynamik. Wenn man geduldig nach einem geeigneten Fahrzeug sucht, kann man mit etwas Glück schon bei knapp über 4000 Euro fündig werden. Das populärste Modell ist unbestritten der 525i mit seinen 2,5 Liter rein Sechszylinder. Es gibt aber noch zwei gleichwertige Alternativen, den stärkeren 530i und den kleineren 520i. Und jetzt die Stärken. Exzellente Verarbeitungsqualität. Weiterer Punkt ist das gute Fahrverhalten. Mit seiner präzisen Lenkung und dem ausgewogenen Fahrwerk bietet der E34 ein sportliches und gleichzeitig komfortables Fahrerlebnis. Zu den Schwächen gehört der Rost, besonders betroffen sind die Radläufe und der Tankdeckelbereich. Aber auch die Elektronikprobleme können ärgerlich sein. Die hohen Unterhaltungskosten gehören auch nicht zu den Vorteilen. Ersatzteile und Reparaturen können teuer werden, besonders bei den leistungsstärkeren Motoren. Und warum soll man ihn kaufen? Der BMW E34 ist ideal für Einsteiger, die eine Mischung aus Luxus, Leistung und Fahrkomfort suchen. Seine solide Bauweise und das zeitlose Design machen ihn zu einem Klassiker, der bis heute überzeugt. Peugeot 505. Er wurde von 1979 bis 1992 gebaut. Es ist ein französischer Klassiker, der sich durch seine Robustheit und seinen Komfort auszeichnet. Er ist noch relativ günstig und wird in einem akzeptablen Zustand ab ca. 3000 Euro angeboten. Seine populärste Motorisierung ist der 2,2 Liter Benziner, der aus 4 Zylindern 110 PS liefert. Als Alternative stehen noch folgende Motoren zur Verfügung. Der 2 Liter 4 Zylinder Benziner mit 96 PS. Ein zuverlässiger und wirtschaftlicher Motor, der gut für den Alltag geeignet ist. Der 2,8 Liter V6 Benziner mit 170 PS. Und zuletzt der 2,3 Liter Turbo Diesel mit 80 PS. Ein robuster und sparsamer Motor, der sehr hohe Kilometerlaufleistungen ermöglicht. Der Peugeot 505 überzeugt den Fahrer nicht nur mit seinen Motoren, sondern auch mit der komfortablen Federung. Der 505er bietet einen hohen Fahrkomfort, besonders auf langen Strecken. Außerdem ist der Peugeot 505 für seine Langlebigkeit und Robustheit bekannt, besonders in den Dieselversionen. Er hat aber auch ein paar Schwächen. Auch er ist anfällig für den Rost. Es kann ebenfalls schwierig sein, Ersatzteile für den 505er zu finden. Trotzdem gibt es viele Gründe, ihn zu kaufen.
Der Peugeot 505 ist eine gute Wahl für Einsteiger, die ein komfortables und zuverlässiges Fahrzeug suchen. Mit seinem großzügigen Platzangebot und der robusten Bauweise ist er ein unterschätzter Klassiker, der noch viel zu bieten hat. Audi 100 C3. Der Audi C3 wurde von 1982 bis 1991 produziert und ist ein Musterbeispiel für aerodynamisches Design und innovative Technik aus den 80er Jahren. Brauchbare Fahrzeuge sind schon unter 4.000 Euro erhältlich. Die beliebteste Motorisierung ist der 2,3 Liter 5-Zylinder Benziner mit 136 PS. Leider mittlerweile selten und deutlich teurer. Deshalb wird oft der 2 Liter Benziner mit 4 Zylindern und 115 PS empfohlen. Eine weitere Empfehlung ist der 2,4 Liter Diesel mit 82 PS. Ist ein langlebiger und sparsamer Motor. Perfekt für Vielfahrer. Neben den interessanten Motoren glänzt auch der Audi mit seiner Aerodynamik. Der Audi C3 war seiner Zeit voraus und fiel durch ein niedriges Luftwiderstandprofil auf. Der C3 bietet eine hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Jetzt zu den Schwächen. Auch bei diesem Fahrzeug kann der Rost ein Thema werden. Ein weiterer Minuspunkt sind die Ersatzteile. Sie können teilweise teuer und schwer zu finden sein. Die Elektronik kann ebenfalls für Probleme sorgen. Besonders die Bordelektronik kann anfällig für Ausfälle sein. Und warum soll man den Audi 100 kaufen? Der Audi 100 C3 ist ein hervorragendes Auto für den Einsteiger. Mit seinem zeitlosen Design und der robusten Technik ist er ein echter Geheimtipp unter den Oldtimern. Mercedes W201. Der Baby-Benz, besser bekannt als der 190er, ist mein absoluter Favorit als Oldtimer für Einsteiger. Er wurde von 1982 bis 1993 produziert und gilt als kleiner Bruder des W124. Er bietet klassische Mercedes-Qualität in einem kompakten Format. Einen akzeptablen 190er kann man schon ab ca. 4.000 Euro finden. Die bekannteste Motorisierung ist der 2 Liter Benziner mit 4 Zylindern und 122 PS. Sein kleinerer Bruder, der 1.8er, liefert 109 PS und ist der sparsamste Benziner, der in dem W201 eingebaut wurde. Wenn man aber noch sparsamer unterwegs sein möchte, muss man sich für einen Diesel entscheiden. Dafür stehen sehr robuste 4 und 5 Zylinder zur Verfügung. Seine Stärken. Der 190er ist für seine solide Bauweise und langlebige Technik bekannt. Der kompakte Aufbau sorgt für agiles Handling und gute Fahreigenschaften. Die Ersatzteile sind immer noch gut verfügbar und relativ günstig. Trotz der soliden Bauweise ist auch der W201 nicht frei von Rostproblemen, besonders an den Wagenheberaufnahmen und Kotflügeln. Im Vergleich zu neueren Fahrzeugen wirkt seine Ausstattung eher übersichtlich. Wenn du sehen möchtest, wie ein 190er nach 30 Jahren aussehen kann, schau dir dieses Video an, das ich dir unten verlinkt habe. Und jetzt sage ich dir, warum der 190er mein Favorit ist. Der Mercedes W201 ist eine exzellente Wahl für die Einsteiger. Er ist technisch mit seinem großen Bruder, dem W124, stark verwandt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ein zeitloser Klassiker, der noch viele Jahre Freude bereiten wird. Das waren die 10 Oldtimer für die Einsteiger. Jedes dieser Fahrzeuge hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie bieten puren Fahrspaß und eine direkte Verbindung zu der Automobilgeschichte. Und was ist dein Favorit? Lass uns das in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.